Eine große deutsche Schauspielerin hat die Bühne verlassen. Edith Hanke ist im Alter von 86 Jahren in Berlin gestorben. Den Großteil ihrer Karriere verbrachte Hanke auf der Bühne, am Berliner Renaissance-Theater, am Deutschen Theater, am Schiller-Theater und an der Tribüne. In Film und Fernsehen und insbesondere in Serien war die Frau mit der markanten Stimme dagegen nicht so häufig vertreten, obwohl sie dank ihrer sehr langen Karriere auch vielen Serienfreunden bekannt sein durfte. Vor allem ließ sie in der Kultserie Die Dinos dem Baby Junior ihre Stimme. Die Beeilung kommt, sonst wird kalt. Das machst du aber fein. So, hilf mir mal zu. Ich muss kochen, muss sauber machen. Wann hab ich denn mal was vom Leben? Nun reicht's aber. Hör auf. Hab satt, immer hinter euch herzuräumen und euch immer zu bedienen. Du sollst aufhören. Wir haben sie verzogen, Earl. 2009 stand Hanke das letzte Mal für einen Film vor der Kamera. 2003 war sie in einer Folge von Unser Charlie dabei. 2000 in Dr. Sommerfeld. 1982 hatte sie eine Rolle in der Filmversion von Meister Eder und sein Pumuckl. 1987 erhielt Edith Hanke das Bundesverdienstkreuz, im Jahre 2000 eine goldene Kamera für ihr Lebenswerk.